Hallo ihr Lieben, auch in der Kreisliga geht es wieder los. Wir waren für euch beim Saisonauftakt TSV Ehm gegen Vosfelde 2. Prominente Unterstützung gab es heute auch, denn Rolf oder Rollo Fuhrmann, die Sky-Legende, war auch vor Ort. Und Pavo, der VfL-Spieler, war auch da. Wir haben natürlich ein paar Interviews und auch ein paar Interviews mit den Spielern vom TSV Ehm und von Vosfelde, denn dort ging es aus 3:2 für Vosfelde. Ich habe die Ehre und stehe hier heute mit Sky-Legende Rolf Fuhrmann. Rollo, wie kommt es denn dazu, dass du heute hier bist? Ja, der Sven Froberg hat mich eingeladen, sozusagen, das zu machen. Mit Sven habe ich ja nun lange zusammengearbeitet bei Premiere und auch noch bei Sky. Und dann habe ich natürlich gesagt, super, ich mache das. Ich schreibe ja sonst nur noch für Zeitungen und habe nicht so viel zu tun. Immer noch genug eigentlich. Aber sowas liebe ich eigentlich, ne? So auf dem Land ein bisschen, so kleinere Turniere. Also es gefällt mir sehr gut und auch heute großartig. Auch wie das, mit wie viel Liebe und Leidenschaft das alles vorbereitet wird, da sage ich sofort ja. Und wie gefällt es dir bei uns hier in Wolfsburg? Ich liebe das sowieso. Es gibt zu trinken, Bier, Bratwurst, alles da, das reicht. Und ich hoffe auch noch ein tolles Spiel in der Kreisliga. Caro, du wohnst mit deiner Frau hier in Ehm. Ist es da nicht schön, mal ein Kreisligaspiel vom TSV Ehm zu sehen? Ja, definitiv. Also ich habe mir auch in Österreich viele Kreisligaspiele angesehen und macht richtig Spaß. Also ja, das, ich sage immer wieder, das ist so ein ehrlicher Fußball, also macht richtig Spaß, auch die Kommentare von der Seite zu hören und komm immer wieder natürlich gern vorbei. Wann war denn das letzte Mal, dass du so ein Amateur-Fußballspiel gesehen hast? Leider vor einem Jahr erst, da war es eben noch in Österreich der Fall und habe ich auch einen Freund besucht und der hat sich natürlich auch gefreut und wie gesagt, habe ihm auch Glück gebracht, er hat gewonnen, also von dem her war alles gut. Ja, jetzt so als unter uns Ehemann. Kannst du dir vorstellen, ab und zu mal vorbeizukommen? Ja, wieso nicht? Wenn's der Zeitplan zulässt, dann auf alle Fälle. Also wie gesagt, das macht mir schon Spaß und man trifft immer wieder Leute, die man kennt und kommen immer wieder neue Leute auch dazu. Von dem her, wieso nicht? Wie gefällt dir denn das Spiel? Gut. Leider haben sich zwei Spieler verletzt, unter anderem auch mein Torhüterkollege, der das erste Spiel macht. Für Ehmen. Von dem her hoffe ich natürlich, dass es nicht so schlimm ist, wie wir alle befürchten. Aber es hat natürlich böse ausgesehen. Krankenwagen hat ihn holen müssen. Also ich glaube, da gibt es schönere Spiele, die ich mir hätte aussuchen können. Aber leider gehört das auch dazu und wünsche natürlich beiden Spielen, dass sie bald wieder am Platz stehen können. Ihr seid gerade von der Bezirksliga in die Kreisliga abgestiegen und habt gleich das erste Spiel gewonnen. Motiviert euch das gleich, wieder aufzusteigen? Na klar, auf jeden Fall. Es war eine gute Vorbereitung bei uns. Wir wollen wieder hoch und dafür tun wir alles. Und heute haben wir gezeigt, dass wir es können. Woran lag es denn heute deiner Meinung nach, dass ihr gewonnen habt? Ja, wir haben beide gut gespielt, beide Mannschaften. Am Ende haben wir unsere Chancen genutzt. Sie waren zweimal vor dem Tor, wo sie den Ball auch machen können. Wir haben unsere Chancen gemacht und dann gehst du halt mit 3:2 runter heute. Momo, was war los? Oh, hör auf, ey. Schnell zwei Verletzte gehabt, schweres Wetter, Ball nicht unter Kontrolle bekommen und dann halt wieder ein Spiel zu finden. Haben wir eigentlich gut gemacht, 1-1 dann gemacht.
Dann hatten wir noch ein paar Chancen, haben leider 2-1 bekommen. Waren wieder gut am Drücker, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir mehr Ballbesitz gehabt, viel vom Spiel gehabt. Aber leider ausgekontert worden, dann das 3-1 gefangen. Und naja, tut weh. Bist du denn trotzdem optimistisch für die nächsten Spiele? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Neues Team, viele neue Spieler bekommen. Wir müssen uns selber aufstellen, wir müssen selber gucken, wie wer spielt. Aber wir haben heute schon richtig gute Ansätze gesehen und darauf kann man aufbauen. Das war's dann auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal, vielleicht auch mal wieder bei der Kreisliga. Eure Jara.